Millionen Betriebsrenten werden gekürzt. Was kann ich tun? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Kürzlich erschien ein Beitrag im Internet zum Thema Betriebsrente und Kürzung der Betriebsrente. Und zwar hat der Chef der Aufsichtsverwaltung des Versicherungsaufsichtsamts BaFin eine Warnmitteilung herausgegeben und hat gesagt, dass Betriebsrenten gekürzt werden. Und zwar, der Grund liegt darin, 31 Pensionskassen sind unter behördlicher Aufsicht. Die werden also durch die BaFin jetzt an die Hand genommen und den Betriebsrentnerinnen und Rentnern dort hat man schon zum Großteil die Renten gekürzt. Und der Chef von der BaFin hat auch mitgeteilt, dass es weitere Kürzungen geben kann. Betroffen davon sind zum Beispiel die Pensionskasse der Caritas, die Kölner Pensionskasse oder aber auch die Pensionskasse der deutschen Steuerberater und auch die Rheinische Zusatzversorgungskasse. Was können Sie jetzt tun als Arbeitnehmer? Das ist relativ einfach. Es gibt zwei Varianten. Wenn der Arbeitgeber, von dem Sie Ihr Betriebsrentenvertrag ableiten, noch existent ist, dann können Sie Ihren Arbeitgeber auffordern, dass er den Differenzbetrag, der im Rentenbescheid fehlt, zahlt. Das heißt also, Sie können an den direkt herantreten, denn Sie haben ja nicht mit der Pensionskasse den Vertrag abgeschlossen, sondern mit Ihrem Arbeitgeber den Betriebsrentenvertrag abgeschlossen. Da in vielen von diesen Pensionskassen zum Beispiel auch öffentliche Arbeitgeber Mitglieder sind, können Sie natürlich an Ihre öffentlichen Arbeitgeber herantreten. Wenn ein Arbeitgeber aber schon pleite ist, dann guckt natürlich oder wird der Arbeitnehmer dann in die Röhre gucken, denn dann bekommt er tatsächlich nur die gekürzte Rente, denn er kann ja seinen Arbeitgeber, der zum Beispiel in der Insolvenz ist, nicht mehr haftbar machen. So, aber aufgepasst, Sie müssen natürlich handeln, nicht nur einfach abwarten, denn hier laufen Verjährungsfristen. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Jahr 2018 eine Betriebsrente bekomme und die ist gekürzt, dann läuft für das Jahr 2018 eine dreijährige Verjährungsfrist. Das heißt, Sie müssen irgendwas tun. Gehen Sie also bitte vor Ort zu einem versierten Anwalt, der sich ein bisschen mit Betriebsrente auskennt und schreiben Sie Ihren Arbeitgeber an, der soll Ihnen den Differenzbetrag zahlen oder in die Pensionskasse nachschießen. Wenn nichts hilft, dann müssen Sie letzten Endes vor dem örtlichen Arbeitsgericht, welches für Sie zuständig ist, eine Klage einreichen, damit auch die Verjährungsfristen unterbrochen werden. Denken Sie bitte dran, Verjährungsfrist 3 Jahre im Regelfall. Näheres zum Thema Betriebsrenten und Pensionskassen finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.